Ja, und uns zugeschaltet ist jetzt Johann Wadephul, er ist stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU-CSU-Fraktion. Herr Wadephul, wir halten Wort, hat die Bundesregierung gesagt. Sehen Sie das auch so? Nein, das ist ein zu großes Wort, das man jetzt nicht sagen kann. Die Bundesregierung ist aufgefordert worden, auch durch den Deutschen Bundestag, schwere Waffen zu liefern. Das geschieht bisher unzureichend. 3 Gepard-Panzer sind da, 7 Artilleriehaubitzen sind da, 10 Waffensysteme. Das ist viel zu wenig. Russland hat über 1000 derartige Systeme zur Verfügung. Also Deutschland kann mehr machen, Deutschland muss mehr machen und es könnte auch sofort Genehmigungen erteilen. Es sind mehrere Zieg Marder Schützenpanzer zur Verfügung bei der Industrie, die der Bundeswehr nicht fehlen würden. Die könnten sofort geliefert werden. Da fehlt es nur an der Genehmigung der Bundesregierung. Das heißt, von Wort halten ist bisher nicht die Rede. Können Sie uns mal erklären, wo es Ihrer Meinung nach hakt, an welcher Stelle, dass das nicht schneller geht? Naja, das sind schlicht und ergreifend Genehmigungen, die erteilt werden müssten. Die Ukraine ist ja bereit zu kaufen. Sie ist auch hinreichend solvent. Das sieht man jetzt an der Bestellung bei KMW. Aber es gibt Marder bei Rheinmetall, über 100, hat der Rheinmetall-Chef gesagt, könnten instand gesetzt werden und auch kampfkräftig gemacht werden. Es gibt Leopard 1-Panzer bei einem Unternehmen in Flensburg in Schleswig-Holstein, die könnten geliefert werden. Es werden schlicht die Genehmigungen nicht erteilt. Daran fehlt es, weil man das offensichtlich nicht will. Es fehlt der politische Wille in der Koalition insgesamt. Ich höre eine ganze Menge Stimmen von Grünen und aus der FDP, die mehr fordern, aber sie setzen sich gegen Kanzler Scholz nicht durch. Robert Habeck, Annalena Baerbock und Christian Lindner tragen diesen restriktiven Kurs mit. Und deswegen, diese Ampelkoalition ist insgesamt für eine unzureichende Unterstützung der Ukraine verantwortlich. Ist das vielleicht insgesamt eine Lösung, dass man jetzt sozusagen die Ukraine kaufen lässt, statt ihnen die Waffen zu schenken? Das war von Anfang an einer der Wege, wie geholfen werden konnte und sollte. Es war ja nie daran gedacht, dass die Bundeswehr aus eigenen Beständen sehr viele Waffensysteme würde abgeben können, sondern es ging immer darum, zu ermöglichen, dass die Ukraine hier Erwerbungen tätigt. So soll es jetzt ja übrigens auch mit den neuen Panzerhaubitzen 2000 sein, die erst hergestellt werden müssen. Ich möchte klarstellen, das, was die Bundesregierung jetzt gemacht hat, ist eine Herstellungsgenehmigung. Das heißt, diese Waffensysteme müssen erst gebaut werden. Sie müssen nicht konstruiert werden, das ist längst geschehen, aber sie müssen gebaut werden. Und ich sage voraus, in diesem Jahr wird kein einziges neues System hergestellt werden können von KMW bei allen Bemühungen und ausgeliefert werden können. Das heißt, das sind Systeme, die gibt es erst im nächsten Jahr. Und deswegen, dafür, dass das eine erfolgreiche Sache wird, dass die Ukraine sich wird damit verteidigen können, dafür muss es die Ukraine noch geben. Und deswegen, es ist jetzt Hilfe erforderlich und wir brauchen nicht Herstellungsgenehmigungen, die brauchen wir auch, aber wir brauchen jetzt Liefergenehmigungen für die Marder, für Leopard 1, für weitere schwere Waffen, Schützenpanzer, die Ukraine dringend benötigt. Sie ist nach wie vor in einer bedrängten Lage. Die Front ist über 1000 Kilometer lang und Außenminister Lavrov von Russland hat ja noch einmal bestätigt, es gibt die klare Absicht von Russland, diesen Krieg fortzuführen und einen Regime-Change in Kiew durchzuführen. Herr Wadephul, vielleicht noch eine kurze Antwort auf die Frage Ringtausch. Auch da hakt es. Was ist Ihre Einschätzung? Der Ringtausch ist im Kern fehlgeschlagen. Er ging ja darum, schnell zu helfen mit Waffensystemen, die die Ukrainer kennen. Ja, diese Waffensysteme hätten längst da sein müssen. Sie sind nicht da. Der Ringtausch stockt. Ich weiß nicht, woran es liegt ganz genau. Der Ringtausch ist auch auf Dauer keine Lösung. Denn die Ukrainer brauchen durchhaltefähige Waffensysteme mit Munition, die nachgeliefert werden kann. Und das kann nur westliches Gerät sein. Und deswegen, es fehlt an den Genehmigungen der Bundesregierung. Johann Wadephul war das mit Kritik an der Bundesregierung. Herzlichen Dank aus Berlin. Gerne.